Das mag wie ein Witz klingen, aber das hier ist gar keine Kurve, sondern eine Gerade und hier ist der Beweis. Denn was wir üblicherweise als Gerade bezeichnen, ist der kürzeste Punkt zwischen zwei Punkten auf einer flachen Geometrie. Aber auf einer gekrümmten Geometrie könnte man denken, dass das hier eine Kurve ist. In Wahrheit ist es aber nur eine Gerade auf einer gekrümmten Geometrie. Und das hier ist der Kern der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Denn so gesehen dreht sich die Erde nicht kreisförmig um die Sonne, sondern sie bewegt sich geradeaus auf einer gekrümmten Raumzeitgeometrie. Und damit ihr keine krummen Noten bekommt, würde ich mein neues Video zur quadratischen Funktion anschauen.